Sie sind hier, 15. Oktober 2018, 16 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Fieber. Präsident Patrick Baumann ist mit 51 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Urheberrecht Getty Images. Die Basketballwelt ist geschockt. Präsident Patrick Baumann starb am Sonntag an einem Herzinfarkt. Die BBL ist tief getroffen. Das Schweizer IOC-Mitglied Patrick Baumann ist tot. Der Generalsekretär des Basketball-Weltverbandes FIBA verstarb am Sonntag in Buenos Aires im Alter von 51 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Das teilten das Internationale Olympische Komitee und die FIBA mit. Das ist ein großer Schock, der uns alle sehr hart trifft. Wir können diese schlimme Nachricht nur schwer begreifen, sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Wir verlieren einen jungen und sympathischen Anführer voller Hoffnung, der für die Zukunft des Sports stand. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie. Baumann hatte sich im Rahmen der drei Olympischen Jugend-Sommerspiele in der argentinischen Hauptstadt aufgehalten. BBL-Clubs halten Schweigeminute, aber auch die BBL reagierte mit Bestürzung auf den Tod Baumanns. Die BBL wird bei allen Spielen in dieser Woche, also bis einschließlich kommenden Sonntag, 21. Oktober 2018, eine Gedenkminute abhalten. Von Sportinformationsdienst.